Zurück bei Dragon Quest Builders haben wir jetzt beim letzten Mal die erste Horde Monster besiegt und jetzt heißt es dann weiter reisen, so gesehen. Ehrlich gesagt habe ich da einen riesengroßen Respekt vor, weil ich immer nichts zu essen habe und ich Kohle brauche. Jetzt kann ich mir noch irgendwas anderes kochen? Warte, echt mal gucken. Monsterei, Sardinen, Tintenfisch. Na super. Monster, jetzt bekomme ich natürlich ganz woanders her. Da oben ist auch noch was. Komm ich da hin? Einfach komme ich da nicht hin. Okay, gut. Also ich muss jetzt hier durch dieses... durch diese Burg hier durch... Wow. Oh oh. Na komm. Und nochmal. Troplay übernimmt die Barrikade und ich erfülle seine Aufgabe. So, dann machen wir ganz kurz hier erstmal frei alles. Oh. Danke. Das ist sehr hilfreich. Wow. Das ist jetzt gerade sehr unpassend. Ach du meine Güte, da hinten ist auch noch so ein Riese. Erstmal zurück zu dem Typen. Bin jetzt hier gerade so ein ganz kleines bisschen überfordert, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Kann ich die Barrikade eigentlich abreißen? Nö, war klar. Dann gehen wir erstmal zurück. Ich habe auch keine Heilkräuter mehr, fällt mir auf. Heiliger Bimbam, du hast doch glatt geschafft, diese dämliche Barrikade einzuschlagen. Ich wusste doch, dass du das hinkriegen würdest, Kumpel. Du magst ja eine halbe Portion sein, aber Barrieren reißt du ein wie ein Großer. Das ist es, Triple. Ab jetzt wehren wir uns. Aber zwei Dinge müssen wir noch erledigen, bevor wir den Monstern zeigen können, wer hier der Boss ist. Erst müssen wir die ganzen Jungs finden und unser Lager zurückbringen. Und dann müssen wir Barbarella aus den Krallen des Monsters befreien. Sobald wir dann alle wieder glücklich vereint sind, wird es Zeit, gegen das Magmalefiz anzutreten. Den Oberboss der Monster, der ganz Koll unter seiner Fuchtel hat. Wenn wir es schaffen, diesen schlimmen Flammenfinger auszuschalten, haben wir den Krieg gewonnen. Die hiesigen Monster sind zwar zäh wie Leder, aber mit deiner Hilfe gelingt es uns vielleicht, ihnen ein bisschen Vernunft einzubläuen. Du bist zwar ein Strich in der Landschaft. Und dein Bizeps sieht aus wie ein gekochtes Schnürchen. Aber ich zähle auf dich, Troplay. Reiche mir einen Flügel, toll. Ja, ich habe jetzt auch was anderes bekommen. Aber gut, dann heißt es jetzt erstmal schlafen gehen. Er hat dann gleich die nächste Aufgabe für uns und... ja, ich weiß immer noch nicht, wo ich was zu essen herkriege. Ich hänge hier immer noch den Magen bis zu den Fußspitzen hängend. Ich brauche echt was zu essen. Aber okay, Gott. Ne, bevor ich jetzt die nächste Aufgabe angehe, ich suche jetzt was zu essen. Es geht so nicht weiter. Es geht so echt nicht weiter. Ich brauche jetzt echt was zu essen. So. Oh, verdammt, das funktioniert nicht so ganz, wie ich es mir dachte. Ich suche echt was zu essen, das gibt's nicht. Hier gibt's nichts zu essen. Grün.
Irgendwo was Grünes. Überall Steine und da hinten ist was anderes. Vielleicht mit einer Angel und dass ich dann angeln gehe. Das wäre noch eine Möglichkeit. Jetzt so die nächste Möglichkeit, die mir einfällt. Weil ich einfach nichts zu essen finde. Und langsam auch meine Heilmaterialien alle sind. Ja, sag ich doch. Es wird langsam echt eng. Halt, ich wollte gucken, ob ich eine Angel herstellen kann. Stechpfirsich. Shit. Wie kann ich denn... Kann ich mir eine Hake herstellen? Auch noch nicht. Eine Schaufel, ole ole. Schmiedefeuer, brauche ich Kohle und Kupfer. Eisenbarren. So, jetzt gucke ich mal, ob der Waschzuber zufälligerweise mehr Energie gibt. Die Badestube. Ich verliere keine Energie, aber ich gewinne auch keine Energie. Okay. So, Truppe. Jetzt, wo wir ein Loch in die Barrikade gerissen haben, können wir zum nächsten Schritt des Plans übergehen. Wie würde es dir gefallen, dem Gebiet der Monster einen Besuch abzustatten, um meinen Kumpel zu retten? Meine Muckis haben ein Notsignal aufgefangen. Die Jungs sind irgendwo südlich der Barrikade und sie stecken ganz schön in der Klemme. Aber ich mache mir nicht um ihretwegen Sorgen. Wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können, um Barbarella aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Es wird Zeit, dass wir die Jungs versammeln und diesem Monster zeigen, mit wem sich das da angelegt hat. Los, Triplay, du musst dich südlich der Barrikade begeben und die Jungs retten. Du meinst, wenn meine Freunde mir so viel bedeuten, sollte ich mit dir kommen? Ich kann nicht. Wenn ich mich länger als 5 Minuten vom Unterschlupf entferne, kriege ich einen üblen Hautausschlag. Kein Witz. Ich würde ja gerne mit dir kommen. Ehrlich, aber das wirst du schon alleine schaffen müssen. Na toll. Feigling. Was guckst du mich denn so finster an? Es ist wahr. Ich habe keine Angst vor dem Monster, falls du das glaubst. Hör mal, wir haben keine Zeit für lange Diskussionen. Du musst auf die andere Seite der Barrikade, um meinen Kumpel zurückzubringen. Erinnert mich so ein bisschen wie bei Dragon Ball an Yajirobe. Kann ich auch nicht so essen, ne? Ah, ich hole mir da hinten ganz kurz die Heildinger da. So. Sammle ich das mal ein. Hat er es auf mich abgesehen? Okay, der hat es auf mich abgesehen gehabt. Ah, wir müssen die Jungs zurückholen. Sei ruhig. Ich weiß es, dass wir die Jungs zurückholen müssen. Weil nur 4 Stück, ey. So, dann packen wir das noch ganz kurz zurück. Vielleicht kann er das verwenden. Vielleicht kann er daraus was kochen. So. Das haben wir auch. Also ich muss jetzt da in die Richtung und muss die Jungs da rausholen. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich die da finde oder wie ich die da finde. Fakt ist, ich gehe jetzt hier außen lang in der Hoffnung, dass ich da irgendwas zu essen finde. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, innen lang zu gehen, aber egal. So. Nein, das reicht nicht. Ah, nein, weg. Danke. Du lässt keine Eier fallen, ne? Ne, ich glaube nicht, oder? Nee, du lässt nur Federn fallen. Das
es ist umso ärgerlicher. In der Richtung, okay. Nein, das war sau mega dumm. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo zwischendurch mal was finde. Wie gerne würde ich jetzt hier angeln gehen? Oh nein, da sind diese Typen. In der Hoffnung, da hinten was zu essen zu finden. Kann ich aus den Kakteen was essen? Oh nein, kann ich nicht. Vielleicht kann ich dann später was Leckeres daraus zu essen kredenzen. Oh. Pfirsich. Kann ich den. Den kann ich essen. Das ist gut, den kann ich essen. Das heißt, dann hole ich mir nochmal einen von den Stechpfirsichen. Bin ich nicht ganz so stark am Verhungern. So. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Danke. Jetzt werde ich jetzt nicht untersuchen. Ich will weiter. Ich habe jetzt hier aber noch keinen weiteren Stech für sich gefunden. Ich brauche erstmal Jacke wie Hose. Hä? Die Blätter sind mit einem großen, kritzeligen Handschrift bedeckt. ProPlay versucht, die Wörter zu entziffern. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin immer noch am Leben. Hab versucht, zum Unterschlupf zurückzuhumpeln, aber die Monster versperren mir den Weg. Wir bewachen den Pass und mir fehlt die Kraft, die Berge zu überqueren. Ich werde zur Mine zurückkehren und mich dort verkriechen und versuchen, mir einen Plan auszudenken. An dieser Stelle endet die Notiz. Das ist die Mine. Okay. Hatte ich also doch hier den richtigen Riecher? Und da auch noch so ein Typi. Na komm. Tschüss. Oh, Leute. Oh, ist das? Ist das die Wahrheit? Ist das die Möglichkeit? Oh mein Gott, bröckelige Erde? Brüchige Ackererde? Oh. Kohle. So, gib alles her. Die brüchige Ackererde, die brauche ich jetzt nicht. Oh, das wird jetzt echt nervig hier. Kohle kann ich immer gebrauchen. Geil, 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 geil. Oh, schön. Da ist er. Leck mich. Oh, wer bist du? Ich, Bruno, kann nicht sprechen. Kehle zu trocken. Bitte gib mir einen Stechpfirsich. Toll. Ich brauche einen Stechpfirsich. Was? Ernsthaft? So ein Typi. Ich dir noch einen Stechpfirsich besorgen und dabei habe ich selber Hunger. Da ist ein Stechpfirsich. Das heißt. Oh, komm schon! Alter, du blödes Häselchen. Ist auch noch Aggro auf mich. Hau ab. So. So, komm her. Danke. Schnell rein. Oh.
benutzen. Ja, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich weiß nicht, wer du bist, Kumpel, oder woher du kommst, aber du hast mir mächtig geholfen. Ich bin ganz schön auf die Nase gefallen, als die Jagd auf die Monster gemacht hatte. Ich wollte mich hier verkriechen, um wieder zu Kräften zu kommen und dann Richtung Unterschlupf abhauen. Das Problem war nur, dass die Monster eine Art Barrikade gebaut haben, die den Pass versperrten. Also bin ich hierher zurückgekommen und habe mir den Schädel zermartert, um mir einen Plan zu überlegen, wie ich den Kol nach Kol zurückkehren kann. Tja, bis mein Essen alle war. Also, was führt dich hierher, Kumpel? Bist du auch auf der Suche nach dem Versteck von den Monstern? Im Ernst? Pippa hat dich dazu gebracht, die Barrikade zu durchbrechen, um mich zu retten? Mich zu fassen? Kann so ein Kümmerling wie du das echt auf die Reihe kriegen? Aber wie du das angestellt hast, kannst du mir später immer noch erklären. Wir plaudern lieber, sobald wir wieder in Kol sind. Leck mich doch. Gib mir jetzt mit diesen Stein hier auf den Sack. Die Nerven. So. Über mir ist nichts. Gut. Wir fliegen zurück, Junge. Danke, Kumpel. Gerne. Das Problem ist nur... Nein. So. Erledigt. Kurz mal was zu essen machen. Oh, danke. Toll, der schläft gerade. Ah, ich habe ja noch ein Bett. Haha. Da. Nein, tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Danke. Schnell einmal die Äuglein zu. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschüss.